BVB King, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier. Eigentlich ein Horror-Stream, aber Internet hat Nein gesagt. Ja, das ist der größte Horror für einen Streamer, wenn das Internet Nein sagt. Das kann ich so nachvollziehen, das ist so doof. Wenn dann alles dann schief geht und du dich da eigentlich drauf gefreut hast und dich da schön drauf eingestellt hast und dann willst du eigentlich nur und dann... Pff. Oh, das ist ein Wolf! Darf ich eben nicht? Ich habe nur das Lagerfeuer gesehen. Okay. Zünden wir mal eben an. Monat muss man schon nach Internetstabilität ausrüsten. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Lost World of JJ, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, was brauchen wir denn hier? Müssen wir irgendwas sammeln dafür? Reparieren. Wir brauchen 10 Dingsbums. Haben wir, ne? Ja. 10 Stück. Haben wir. Reparieren wir, dann kommen wir da rein. Tor öffnen. Wo sind wir denn hier? Ah, jetzt kommen wir so langsam in das Gebiet hier. Und da ist dann auch schon der Verbindungsturm. Wir haben, glaube ich, noch 4 Augen. Da würde ich mir sogar... Oh, warte, nein. Was ist das denn? Wir haben eine Mythos-Tafel hier übersehen. Da bin ich gar nicht gewesen. Verdammt. Da müsste ich eigentlich nochmal hinlaufen. Aber dann würde ich ganz gerne eben den... Oh, der ist ein bisschen versteckt hier. Kommen wir da so ran? Da ist noch ein Tor dazwischen. Okay, na toll. Das ist so gemein, wenn du denkst, du kommst da jetzt weiter und dann kommst du da nicht weiter. Ach, komm schon. So. Ja, das ist eigentlich, da können wir so durch. Das ist kein Problem. Ja, das ist mit dem, wie gesagt, mit der Internet-Dingenskirchen. Das kann man ja auch als Nicht-Streamer verstehen, ne? Wenn man dann vernünftig irgendwas spielen will oder was gucken will oder Internet haben will oder sowas. Das ist dann schon nervig genug. Was steht denn da Schönes drin? Einteilung der Fernsehabende. Baracke A jeden Dienstag, Baracke B jeden Donnerstag. Okay. Da müssen wir wohl den Zaun kaputt machen. Na gut. Mist. Ich wollte den eigentlich hinterhältig von hinten erledigen. Wie komme ich denn da jetzt am besten noch ran? Gar nicht so, ne? Da ist ein Boot im Wasser. Okay. Oder ein Schiff. Das ist ja schon ein Schiff, kein Boot. Ich wollte das Ding an die. Ich wollte auch das Explosivfass benutzen. Okay, dann eben anders. Das geht auch. Ist auch okay. Aber ich wollte so gerne das Fass zur Explosion bringen. Ich mag das so gerne. Ach, schön. So, aber jetzt mal eben ganz kurz. Konzentrieren. Da ist noch ein Terminal. Wow, das ist eine richtig große Base. Warte mal, ich möchte aber erst zum Verbindungsturm, wenn es irgendwie geht. Ja, da ist der Verbindungsturm, sehr schön. Dann aktivieren wir den mal. Ach, schön. Hab einen Kollegen, der einfach auch keinen Internetanschluss hat und das in Hamburg. Okay, ich dachte, wir hätten hier schon so Probleme. Landkreis im Bereich Frore. Oder Fror. Fror. Yamato, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, dann pass auf. Wir haben noch 4 Augen.
Dann hauen wir hier auch noch mal eine rein. Ja, machen wir. Und die restlichen können wir dann gucken. Kartograf. 10 Verbindungstürme aktiviert, 6000 EP, sehr schön. Dann öffnen wir mal erstmal hier, wenn das geht. Geht das? Tor öffnen? Ja. Sehr schön. Dann müsste ich eine eben nochmal zurück und die Mythos-Tafel holen. Ne? Das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Will ich hier schon öffnen? Archetor. Nee, weißt du was? Ich versuche jetzt mal wirklich, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Machen wir mal eben da. Da ist die Brücke. Richtung Mythos-Tafel. Weil die will ich mitnehmen. Den Rest, den kann ich abbauen, wenn wir... oh Gott, das kann ich auch off-stream machen. Das wollte ich sagen. Dann kann ich abbauen ohne Ende, ohne dass euch das langweilen muss oder sonst irgendetwas. Aber die Mythos-Tafel, die müssen wir eben jetzt noch mitnehmen. Jetzt sind bloß hier alle wieder neu gespawnt, ne? Wolfi nehmen wir auch mit. Nein! Ach Mann! Hörst du mal jetzt auf, konzentrier dich. Die Eier nehmen wir auch noch mit. Schmetterling nicht ablenken lassen, sondern einfach weitermachen. Okay. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Na toll. Ich war echt bemüht. Sie war stets bemüht. Wer kennt es nicht? Wissi, wie ist dein Zeugnis? Sie war stets bemüht. Ich bin tot. Sie war stets tot. Hängt teilweise auch an Straßen oder Haus. Hatte jahrelang nur 16 Mbit. Und Stück für Stück auf 100, 250, auf 1000. Hatte schon mal überlegt, eine Richtfunkverbindung nach drüben zu bauen. ich überlege gerade. Nö. Wir können einfach weiterlaufen. Ja, kommt schon. Was soll's. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Da ist mein Grabstein. Worte. Warte. Doch, da oben. Da oben ist schon richtig. Ah. Okay. Oh. Solange die nicht springt, ist das okay. So, und das war hier die Sackgasse. Na genau, ich war eigentlich gerade auf dem Weg, wieder hier außenrum lang zu laufen. Hallo, kleines Rentier und wieder Sackgasse. Aber dafür zweimal Pilze. Das ist doch auch okay. Ja, das ist lohnenswert. Jetzt müssen wir doch direkt durch Kelchen durch. Okay. Was soll's? So, sind die auch gleich weg. Mal den Loot reinschmeißen. Stimmt, das war auf der ganz anderen Seite. Wo muss ich denn da durch? Oh, warte. Warte. Stopp. Da ist ein Fels, da komme ich gar nicht durch. Ah. Nee, warte mal. Wie geht das denn? Komme ich da überhaupt hin? Ich sag das so. Da ist die Mythos-Tafel. Wie komme ich denn da hin? Doch, da komme ich hin. Nee, da komme ich nicht hin.
Oder doch? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Wir gehen mal eben hier zu der Brücke. Lass das mal eben aus. Da ist die Brücke, okay. So, und jetzt, da geht es, glaube ich, nicht weiter. Hier oben. Über die Brücke. Doch, das geht. Das sind nur Bäume. Warte. Nein. Da. Das geht. Also der Magnet bringt schon ein bisschen was. Was ist das? Sperrgebiet der Inselstaatssicherheitstruppen. Zutritt verboten. Okay. Aber erstmal untersuchen. For a thousand years, the tribe flourished. We built great cities, and we praised the one-armed king. But we should not have done this. Den einarmigen König? Also, dass hier ein König regiert, das wissen wir ja schon. Wir haben ja schon die Statue gefunden. Aber den einarmigen König, und das hätten wir lieber nicht getan, klingt nicht gut. So. Unbefugtes Betreten. Geheimbasis G. Was ist das denn? Irgendeine versteckte Einrichtung mitten in der Eiswüste? Ja. Ja, reg dich mal nicht auf. Mit Zellen sogar. Okay. Und ein Radio haben wir. Und da ist eine Notiz. Aber keine Quest oder sowas. We had reports of unmarked boats on southern shores. Please report any further sightings straight to the Crown. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Aha, unmarkierte Boote, okay. Der Gefangene 451 wird die ganze nächste Woche in einer Einzelzelle verbringen. Ist das eine Anspielung? Warum kommt mir das so bekannt vor, Gefangener 451? Warum kommt mir das so bekannt vor? Mais. Eine etwas elegantere Lösung, als den Mais direkt vom Kolben abzuknabbern. Permanente Wirkung beim Verzehr. Baulimit plus 5. Oh, das ist aber richtig schön. Wir brauchen aber Zwiebeln. Zwiebeln brauchen wir. 4, 5, 1. Warum kam das bekannt vor? Oder ist das einfach nur willkürlich? Ich weiß nicht. Na du? Warte. Haha. Da bleibt dir das auch glatt im Hals stecken, ne? Okay, hier könnten wir angeln. Da kommt man aber wirklich nur von der Seite da dran. Das ist alles hier sonst eine untere Ebene. Interessant, das heißt, wir rennen ja einmal im Rum. Falls hier noch irgendwas ist. Ja, hier zum Beispiel. Mhm. Ein versteckter Friedhof, der kann doch nichts mit dem Gefängnis zu tun haben, oder? Von Fahrenheit 451, ne? Ja, genau.
Alles klar, genau. Fahrenheit 411. Ja gut, habe ich nicht gespielt. Aber klingt irgendwie so, genau. Sebo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Alles klar. Nichts, gar nichts. Nada, niente. Nichts. Wirklich nicht. Nee, ich glaube. Schade. Hätte ja sein können. Ja, die Pilze nehmen wir noch mit. Vielleicht ist es auch später irgendwas Questmäßiges oder sowas, aber ich glaube. Ist ja auch nicht so wild. Würde passen, ist auch ein dystopischer Roman, ja, siehst du? Dann ist das eine Anspielung darauf wahrscheinlich, ne? Das will ich jetzt aber genauer wissen. Moment. Also nicht, ob das jetzt darauf eine Anspielung ist, sondern ob das auch passen würde. Weil ich, gucken wir doch einfach mal nach. 451, Zusammenfassung. Nein, da geht es auch zumindest auch um ein Regime. Faszination des Lesens. Okay. Das könnte schon passen, weil das klingt ja hier alles auch so nach einem Regime. Na, also es ist ja hier nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal lesen, was da steht. Was steht denn da? Dies ist eine Mitschrift eines Verhörs. Ja. Und? Oh, hier, guck mal. Mit der Scheibe. Oh, das ist aber ärgerlich. Jetzt nicht mehr die Mitschrift eines Verhörs. Aber mehr wird dann nicht so gesagt. Naja gut, vielleicht kommt ja noch irgendwann mal was. Wir wissen ja jetzt, wo es ist. Dass es da ist, dass wir hier wieder her können. Dann, zurück. Wir haben den Stein auf jeden Fall mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder was freigeschaltet in Richtung Dschungel. Oh, den Pilz kann ich mal mitnehmen. Dann rennen wir erstmal zurück. Bücher müssen verbrannt werden. Alle Bücher. Montag. Okay. Ja, das hatte ich eben auch gelesen, dass es um einen Feuerwehrmann geht, der Bücher verbrennt und dann aber der Leidenschaft des Lesens verfällt und dann selber in Gefahr gerät. Das war jetzt eben so das Grobe, was ich eben gerade so gelesen habe. Ja, was soll's. Also hier Kelchheim loot ich dann mal. Mann, jetzt schlag doch mal zu. Dann mal offstream. Wir haben zwar jetzt schon einiges rausgeholt, aber hier ist noch so viel mitzunehmen. Das machen wir dann irgendwann mal in Ruhe. Quatsch, das mache ich dann irgendwann in Ruhe. Nicht ihr, irgendwann in Ruhe. Das war der Friedhof. Hier war's. Dann machen wir jetzt auf der Militärbasis weiter.
muss unbedingt das Buch nochmal lesen, den Film nochmal schauen. Ich brauche mehr Zeit. Ist das nicht mit allem so? So, Marinebasis. Achso. Ich schreibe ja. Ich guck mal eben, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir uns so angucken müssten. Ansonsten würde ich auch die Marinebasis dann auf Stream looten, weil das einfach dann den Rahmen sprengt, ne? Frachtterminal, okay. Wir gucken aber nochmal, ob hier irgendwo noch was ist. Da steht zum Beispiel noch irgendwas. Da kommt man bis jetzt noch nicht rankommen. Ja, dann gehen wir nochmal eben rein. Das macht so viel Spaß mit den Sprengfässern. So, was steht denn da Schönes? Der gesamte ein- und auslaufende Schiffsverkehr ruht bis auf Weiteres. Oh, okay. Noch einer. Okay, noch ein Tor. Was ist denn das? Das können wir auch einfach so öffnen. Südterminal der Marinebasis. Okay. Und da kommen wir wieder ins Grün. Da waren wir auch noch gar nicht. Das ist natürlich dann interessant. Und die Frage ist, warte mal. Nee, das ist Kelchheim. Ja, nee, aber vielleicht kommen wir mal von der anderen Seite da irgendwie in diese Richtung. Das wäre schon interessant. Und da müssten wir auf jeden Fall noch eine Verbindung hierher finden, wenn es die dann so mal eben so gibt. Also ich finde das interessant. Die Karte ist total cool verknüpft. Und das ist, man muss, es ist nicht einfach nur so stumpf, so von wegen, guck mal hier, guck mal da, sondern du musst dir echt... Mist. Also man muss sich schon Gedanken machen, wo man vielleicht wie, wo lang könnte. Und das finde ich irgendwie großartig. Warte mal, bevor ich das... Ich sollte mich vielleicht einmal hier ans Feuer setzen, ne? Einmal, um das Feuer zu setzen. Und, um wieder zu heilen. Beide Versionen, gut. Die ich in Erinnerung deutlich voneinander ab. Okay. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht, dass man sagen kann, dass der Film gut ist und dass, beziehungsweise das Buch gut ist und der Film auch gut ist, ne? Gut sind. Da ist noch ein Radio drin, das haben wir, glaube ich, noch nicht angehört. Was sagt uns das Radio denn? We should not lead snakes into our garden.
Do not disclose the location of our beloved island to any outsider. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Sehr interessant. Keine Schlangen in unseren Garten lassen. Mhm. Nein, du solltest öffnen. Du solltest öffnen. Die Arche. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ach, hey. Oh. Okay, will ich da schon rein? Was ist das? Ark, da können wir reingehen. Oh, die Arche. In der Mitte des Militärstützpunkts ist ein merkwürdiger Durchgang, was wohl da drin sein könnte. Tja, wenn wir hier stehen und darüber philosophieren, dann könnte es alles Mögliche sein, aber wir werden es nicht rausfinden. Na, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Ich will aber immer ganz kurz noch mal bei den Quests, bei den Sammlungen, Rezepte, mal eben ganz kurz die Rezepte ausschalten. Damit wir da so ein bisschen weniger. So. Bestimmt Schlangen. Wahrscheinlich, ja. Das sieht auch cool aus hier. Ja, dann betreten. Tief unter der Erde. Unsere Taschenlampe ganz gut gewesen, ne? Let there be light. Jetzt wäre ein Regen aus Gold sehr schön. Okay, ist das eine künstliche Intelligenz? As I have foreseen, the world is about to end in minus 999 days. The flood is coming. But thanks to our hard-working volunteers, we are preserving the world as we know it. Sample by sample, we are filling the archives with remnants of our time. The task is colossal, but we will achieve it. Welcome to the Ark. Okay. Das müssen wir auch noch alles zerlegen, das wisst ihr, ne? Oha! The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. By harvesting the land, we were able to thrive. The samples in this collection are all edible. But do not eat. Deposit instead. Was? Die Sachen sind da alle drin? So, ich mache hier aus, das will ich selbst erfahren. Alles klar, dann, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib geduldig. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei Dismantle auf jeden Fall. Den wirst du ganz bestimmt haben. Und später noch eine gute Nacht. Schlaf schön. Heißt das, ich kann den ganz gerade rausholen. Dazu braucht man eine Menge Material, aber ich schätze, ich habe es nicht eilig. Ach so, nein, ich muss das abgeben. 10 Gewürze abgeben, 47 auf Lager, das können wir ruhig machen. 46 auf Lager. Ja, das mache ich bei den Sachen, die ich so im Überfluss habe. 14 auf Lager. Nein, davon habe ich zu wenig. Okay, ich muss ordentlich anpflanzen. Davon habe ich auch zu wenig. Davon habe ich auch zu wenig. Okay. Wir müssen ordentlich Ackerbau betreiben. Wir sollen die Arche also an. The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. Aha. Okay, was passiert bloß, wenn wir das alles voll haben? By harvesting the land, we were able to thrive. Aha, okay.
Ach, und dann so nach und nach öffnet sich dann ja alles. Alles klar. Okay, wir können unterschiedliche Bereiche hier befüllen. When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. The samples in this collection are all found in nature. Gather and deposit them here with care and respect. Aber das hat vor uns keiner gemacht. Die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, oder? Das dauert ewig. Ich glaube auch, dass das ewig dauert. Aber die waren darauf gar nicht vorbereitet, ne? Weil sonst wären die Sachen doch, das sind ganz schön viele Eier, aber ich kann die, die ich nicht brauche, wohl einlagern. Ja, komm. 10 samples Ich lager mal 10 ein. Pilze haben wir 80. Ja, komm. 10 samples deposited. 30 samples deposited. So, das, nein, nicht ganz so weiße habe ich auch nicht so viele. 39 kann 10 10 mal samples reinmachen. deposited. Fische habe ich jetzt auch nicht so viele. 3, also ordentlich angeln. Das aber ganz ehrlich, das ist schon wieder ein Aspekt, den ich dann wieder wahnsinnig cool finde. Es hat einen Sinn, tatsächlich unendlich viel zu angeln, unendlich Landwirtschaft zu machen oder Sachen zu sammeln oder sonst irgendetwas. Das macht Spaß. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. Da habe ich richtig Lust zu. Oh Gott. Assas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ist das Wasser? Ja, klar, wenn hier Wasser ist. Das macht. When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. Ja, aber also bevor wir das nicht voll haben, können wir hier nicht voll machen. Und wir sehen, wir brauchen hier auch noch mal unendlich viele Sachen. Die Frage ist eben halt, was das dann alles an Belohnungen sein wird. Aber ich glaube, das wird wahnsinnig viel Spaß machen. Okay, ja, dann können wir auch schon wieder raus aus der Arche, ne? Ich zerlege jetzt erstmal hier noch gar nichts. Nein, mir geht's gut. Und ich bin immer noch ich, bevor jemand fragt. Okay.